Für die Behandlung der Fehlsichtigkeit gibt es unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten. Ein Großteil ist die Laserbehandlung an der Hornhaut, aber es gibt auch Behandlung für die Linse bei höheren Fehlsichtigkeiten und verschiedene andere. Welche Arten von Fehlsichtigkeiten gibt es und kann man diese behandeln? Wir unterscheiden zwischen vier Arten der Fehlsichtigkeiten. Das ist die Kurzsichtigkeit, die am weitesten verbreitet ist, die Weitsichtigkeit, weniger stark verbreitet in der Bevölkerung, eine Hornhautverkrümmung, die sich mit beiden anderen Formen vergleicht und sie sich bei beiden Formen finden lässt, und dann eine Fehlsichtigkeit, die bei allen Patienten auftritt mit zunehmendem Alter, das ist die Altersweitsichtigkeit. Die ersten drei genannten Formen kann man sehr gut mit den heutigen Operationsmethoden behandeln. Die Altersweitsichtigkeit befindet sich gerade in der Entwicklung und in der Forschung, dass diese auch behandelt werden kann. Vor meiner LASIK-Operation war ich kurzsichtig, das heißt, ich hatte eine Abweichung von ungefähr 4 Dioptrien. Das heißt, ich konnte ungefähr auf einen Meter konnte ich scharf sehen, alles was darüber hinaus war in die Weite, konnte ich nicht mehr erkennen. Ich habe mich für die LASIK-Operation entschieden, weil ich mehr Lebensqualität wollte. Ich wollte nicht mehr jeden Tag daran denken, dass ich die Linsen einsetzen muss, dass ich sie wieder herausnehmen muss, mir immer im Hinterkopf behalten muss, wie lange ich die Linsen schon trage. Und zudem hatte ich auch noch eine Entzündung an den Augen, die daher kam, weil ich die Linsen jeden Tag so lange getragen habe. Und deswegen habe ich mich für eine Operation entschieden. Die Komplikationen, die entstehen können, sind sehr gering. Sie sind jeweils unter 1%. Hauptsächlich fürchten wir uns vor Infektionen, die man aber mithilfe Antibiotika gut in den Griff bekommt. Der Ablauf einer LASIK-Operation ist sehr einfach. Man kann es gut erklären, wie mit einem kleinen Schnitt in die Hornhaut, man wie einen Buchdeckel, den man aufklappt, und im Inneren dieses Buchdeckels dieser Hornhaut findet der Laserabtrag statt. Dann klappt man das Ganze wieder zu und dadurch ist das ganze Operation auch schmerzfrei. Der Patient hat also kein Schmerzempfinden, weil im Inneren der Hornhaut der Abtrag stattfindet. Ich habe mir die Operation viel schlimmer vorgestellt, als es im Endeffekt war. Es war ein sehr kurzer Eingriff, absolut schmerzfrei. Und sehr angenehm auch vom Team, das mich betreut hat. Also, sie haben mir immer erklärt, was sie machen. Es war immer jemand bei mir und hat mit mir gesprochen. Und innerhalb von 10 Minuten waren beide Augen operiert und ich konnte nach Hause gehen. Also direkt nach der Operation sieht man etwas verschwommen. Also man sieht zwar, als ob man Wasser auf den Augen hätte. Und mein Augenarzt hat mir empfohlen, am besten schlafen zu gehen direkt nach der Operation. Das habe ich dann auch gemacht. Und ein paar Stunden später, als ich erwacht bin, konnte ich bereits scharf sehen. Also es geht sehr schnell, bis man wieder etwas sieht.